biblische Ethik die Bibel der Christ und die Homosexualität Bei der Schöpfung lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 1 Vers 27 und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie Und etwas später im ersten Buch Mose Kapitel 2 Vers 24 darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Mit dem Sündenfall werden dann aber die Ehe zwischen Mann und Frau und mit ihr die Sexualität in Mitleidenschaft gezogen. Als die beiden Engel Gottes die Stadt Sodom besuchen und bei Lot zu Gast sind, heißt es im ersten Buch Mose Kapitel 19, 4 bis 5, aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus und riefen Lot und sprachen zu ihm Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Gib sie heraus, dass wir ihnen beiwohnen. Lot wehrt sich Vers 7. Tut's doch nichts Böses, meine Brüder. Und Judas erinnert sich im Rückblick auf diese Ereignisse Judas 7. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden des ewigen Feuers Pein. Das Gesetz stellt klar, drittes Buch Mose Kapitel 18 Vers 22, und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Gleichzeitig aber gilt es festzuhalten, auch Diffamierungen oder Gewalttaten, wie man da und dort von ihnen hört, lassen sich aus biblischer Sicht nie rechtfertigen. Ich vergleiche Matthäus 5, 44, Römer 12, 14 oder auch Römer 13, Vers 10a. Der Mensch verstrickt sich, weil er Römer 1, 18 bis 32 dem Herrn die Ehre und den Dank verweigert. Vers 26 bis 27. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Von diesen und vielen anderen Ungerechtigkeiten heißt es zusammenfassend dann in Vers 32, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Wenn Jesus zum Beispiel in Markus 27 bis 22 vor Unzucht warnt, dann weist er darauf hin, dass jede Form der Sexualität außerhalb der Ehe nicht mit dem Willen Gottes vereinbar ist. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 9, werden die beiden griechischen Fachbegriffe für den aktiven und den passiven Partner verwendet. Zuerst Arsenokoites, also wörtlich mit Männerlieger, Luther übersetzt Knabenschänder, und Malakoi. Wörtlich Weichlinge, Luther übersetzt Lustknaben. 1. Korinther 6, 9 bis 10, man vergleiche auch 1. Timotheus 1, die Verse 8 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Doch, Jesus schenkt Freiheit, Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Römer 13, 13 bis 14 ermutigt: Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an.